Ich muss doch schon früher aufnehmen. Wir sind hier. Haus der Millionen Jahre, das Usamad Reset ab Enre. So, also ein alter Tempel. Und hier sind wieder viele böse Buben. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Ganz viele. Ne. Mal schnell den Chef impfen. Was ist denn da los? Komm mal her. Komm mal her. Kindermord! Geil! Hast du ein Glück. Weißt du was? Falls ihr ihn findet. Woher? Na, von hier. Mist! Hier gibt's Ärger! Alarm! Klingt nach Ärger. Oh. Das war von da. Hey, was? Ich drücke! Was? Ich bring dich um! Oh, guck mal, das meine ich nämlich, ne? Man wird entdeckt. Das war nur absolut unpraktisch. Ist der eine Häuptling schon tot? Ja, ne? Ja, den hat schon erwischt. Und du bist der Nächste. Hey! Komm ins Gebüsch. Ganz schnell und hell. Oh. Komm her. Jo, hat's geschmeckt? Schluck alles. Da war wieder, ist wieder so ein Schatten. Ich hoffe jetzt nicht hier, ne? Nein, da hinten. Gehen wir jetzt nicht. Hey! Ah, du hast schon. Hm, gut. Der hat schon eine Impfung gekriegt. Ist der zweite Hauptmann auch schon tot? Oh, schön. Ich brauche gar nichts machen. Okay. Hey, was? Ja, was? Ich töte dich! Oh, dem geht's auch nicht mehr gut. Ich erlöse dir! Jetzt sammeln wir das erstmal ein hier. Ging schneller als ich dachte. Ist noch was Schönes? Doppelschwerter, ja. Oh, ja. Ah, hier. Können wir gut gebrauchen. Dahinter ist noch was. Da liegt noch was Blaues. Hier ist noch eine Stele zum Lesen. Ja, okay. Und wir haben hier noch ein paar Sachen. Naja, gut, ich kann ja mal hingucken. Aber... Ah, das hat gejuckt. Ah, nun spring hoch. Nun geh doch mal schneller. Warum bleibt der immer stehen und hacken und... Komm... Und hin da. Da ist er schon. Da. Bewegung! Arbeitet zusammen! Wow. Gebt den Weg, Scheiße! Ich hab keine Waffe! Das hat mich verwirrt! Weg! Weg!
weg. Ach Mensch, Junge. Dieses Rumgeeiere. Er steht nicht auf. Ey, das ist doch wohl nicht wahr. Jetzt sind die wieder dazwischen. Das ist zum Kotzen. Nicht gehen diese Säcke auf den... Ah, die nerven ohne Ende. Mann, ey! So ein blödes Volk! Geh aus, verdammt! Haltet den Gegner auf! Ich muss weiter! Es nervt nur! Ich brauch die gar nicht mehr angreifen! Das macht absolut keinen Sinn! So nervig, das glaubt ihr gar nicht. Mann, ey. So ein Dummbratzenvolk. Vor allen Dingen, die greifen diesen Typen nicht an, die greifen mich an. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ach, das, du solltest einfach nur hier hingehen. Ich drück doch kaum drauf. So, komm. Bazis. Bring euch alle um. Da könnt ihr aber Gift drauf nehmen, wenn ihr mich jetzt hier anguckt. Aus dem Weg, als Maul. Was ich wohl hab. Jedes Mal versauen die mir das. Das ist jetzt schon das dritte Mal. Ich brauche da nicht mehr hingehen, wenn da so eine komischen Typen sind. Das macht absolut keinen Sinn. Der haut vorher ab, bevor ich ihn killen kann. Wutkrabbeln. Hier sind nur Krokodile. Hier ist ein Krokodillager. Okay. Whoa. Komm runter und hoch hier. So, schön hochklettern. So ist brav. Wozu drücke ich eigentlich auf die Sprungtaste? Wozu? Ah, Mist. Da haut das blöde Vieh ab, das war wieder klar. Na, was denn nun? Wo ist er da? Das können wir mitnehmen hier, meine Pfeile. So. Du Königskrokodil. Du versteckst dich? Hast du etwa Angst vor mir? Boah, das gibt's doch gar nicht. So, das haben wir dann auch erledigt. Und dann haben wir hier eine kleine Aufgabe. Wo ist er denn? Da hinten, ne? Ach, der ist weiter weg. Das Krokodil hat mich hinweggeführt. Da. Der? Da oben? Ist ja auch interessant. Da oben? Ach, wegen der Krokodile vielleicht? So. Hilfe! Fort mit euch, Kinder des Sobek! Kehrt zum Meer des Chaos zurück! Ja, ich komme hier nicht hoch. So, jetzt aber. Ihr seid hier hochgeklettert?
Amun verlieh seinem Diener Kraft. Wie sonst hätte ich den Söhnen des Tobenden entkommen können? Doch es ist vergebens. Ich ließ meinen Freund, einen anderen Priester des Herrn der Wahrheit, zurück. Ich kümmere mich darum. Dann könnt ihr mir eure Geschichte erzählen. Ja, versucht sie zu verscheuchen. Der Herr der Zwietracht erfreut sich nicht an vergossenem Blut. Ein Krokodil verscheuchen? Ich... Wartet hier. Genau. Das ist ganz übrig. Wieder gekriegt. Nein, nicht schwimmen! Nicht schwimmen! Geh doch einfach an Land. So ähnlich. Kommt runter! Ich glaube nicht. Gut. Hat er doch gut gemacht. Hast du meinen Sprung gesehen? Der Heuhaufen. Amun hat ihn gewürgt, um meinen Fall zu bremsen. Sicher. Sagte, was machen die Priester des Amun so weit entfernt von Theben? Senni, ich will dich nicht beunruhigen. Aber die toten Pharaonen sind zurück. Ach so. So sagt man. Onos und ich wollten ein heiliges Ritual für Amun durchführen, um die Lande vom Fluch zu befreien. Doch wir wurden auf der Straße von Banditen überfallen. Ich muss gestehen, dass ich feige floh. Ohne ihn? Glaubst du, sie haben Onos getötet? Bei Amun, sie haben ihn getötet! Ruhig, Priester. Ich werde nach ihm suchen. Wir waren auf dem Weg zur Spitze des Berges. Dort warte ich auf dich. Okay. Amun sei Dank erlebt. Bleib stark, Onos. Warum riskieren Banditen Amuns Zorn? Du bist tot, ne? Das muss sein. Da hinten muss ich hin, das ist aber nicht die Spitze des Berges. Also so sehe ich das. So, dann wollen wir mal ein Pferd holen. Hallo Pferd. Geleite mich mal dort hinten hin, wo der gelbe Punkt ist. Oh, du kannst ja auch schnell. Ich dachte, du kannst das gar nicht. Ja, das sehen wir ja schon, was da ist. Onos, Amun verfolgt einen Plan, indem er dich auf den schwarzen Sand führt. Mich führst du nicht von meinem Pfad, Senni. Onos? Bei Amun, du kennst mich. Bist du wirklich oder ein Trugbild? Sind wir in der Wüste? Nein, euer Freund Saab schickt mich. Aha. Kommt, ich bringe euch zu ihm. Okay. Ich kann Amuns Statue nicht ihren ungewaschenen Händen überlassen. Ich habe einen Plan. Ich brauche einen frischen Hasenkadaver, etwas Seil, ein Banditengewand, ein wenig Wein und... Ich finde die Statue. Ihr trefft Saab am Ort des Rituals. Bist du sicher? Todd beschenkte mich mit der Gabe großer Waldsicht und... Geht! Die Banditen wollten nur die Statue. Vielleicht dachten sie, Amun könnte sie vor dem Fluch schützen.
eindämmen. Nichts weiter. Ob der mich sieht? Wir werden es gleich herausfinden. Aber hören tut er was mich. Was soll das denn werden? Nichts, komm mal her, ich zeig dir was. Nicht in meine Richtung, ne? Ne? Hey! Stirb, du Sau! Ja, du Schatten. Ist schon so ein Schatten. Hey! Ich komm zu dir, Freund! Ich töte dich! Ja, genau! Zwar so! Ach so. Oh, das ist irgendwie dumm gelaufen, glaube ich. Hier ist was. Du guckst aber falsch. Okay, fertig. Dann. Und ich brauchte weder einen Hasen noch Verkleidung. So, dann haben wir das auch alles. So, wo ist denn das? Ach, du Kacke. Ah, naja, gut, dann nehmen wir das hier gleich noch mit. Komme ich hier auch wieder raus? Ich weiß gar nicht, ob das nicht vielleicht hier hinten sogar günstiger ist. Haben wir eine schöne Höhle, hatten wir hier. Gibt es hier irgendwo einen Weg? Da hinten, am besten ist ich kletter. Ja, der Schatten kann mich mal. Im Moment nervt das ein bisschen, ne? Wenn ich nicht alleine mit denen kämpfen kann, dann bringt das gar nichts, wenn sich die anderen Kuhvögel da immer einmischen. Ist das schon ein wenig nervend. So, dann wollen wir mal gucken. Wir müssen gleich hier rauf. Vielleicht sehe ich da schon was. Da oben waren wir ja schon, da war ja dieser Meditationspunkt. Da gab es immerhin einen Erfahrungspunkt oder einen Fähigkeitspunkt. So, Bayek, komm. Hier ist irgendeine Grotte. Ein Schätzchen. Oh. Ich plündere sie ja gleich. Alles klar. Ich vergaß. Da ist mein Schätzchen. Und da ist noch ein anderes Schätzchen. Ja, damit. Ein einfaches Schwert. Na gut, das können wir verkaufen. Ich brauche eh wieder Geld. Halt. Den wollte ich drücken. Das Fragezeichen. Jetzt hole ich mir aber mein Pferdchen. Jetzt gucken wir mal, wie wir da hinkommen. Hier oben lang. Ist das richtig? Nein. Hier lang. Ach, hier geht ein Pfad lang. Was ist das hier? Auch irgendwelche alten Gräber, ne? Aha. Hier liegt Amenhotep, genannt Hui, der wahre königliche Schreiber, Vorsteher des Südländers, der Herren der beiden. Haben sie... Ah. Auch leergeräubert Räuber hier. Oh. Ha! Ja.
Tempel der Noblen. Na, die sehen mir nicht ganz so nobel aus. Ach, weißt du was? Komm, Pferd. Was? Ich reite hier nur vorbei. Problem damit? Wow. Ich reiß dir die Eingeweide raus. Komm, Pferd. Ich reiß dir die Eingeweide raus. Hallo, Nobels. Wie geht's euch? Dann schammeln wir mal ein wenig. Oh, jetzt bin ich gegen Trigger gekommen. Halt, jetzt aber. Ich hab dreimal viel zu lang gemacht. Geh jetzt rein. Ich brauch das für den Kampf. Ums Überleben. Ich bin aber drin. Ja. Habt ihr noch was? Ja. Ist hier noch was? Okay. Dann geh ich mal. Halt! Geh schon auf. Mist, aber hier nicht. Gut, weiter geht's. Ich verdrück mich jedes Mal, ne? Jetzt brauche ich einfach nur dem Weg folgen. Oh, das müssen wir noch schaffen. Oh, jetzt kann ich viel stärker der wieder nicht aufs Pferd. Das ist doch zum Kotzen. Halt! Ich glaube. Genau. Das spart Kohle. Komm, Pferd, für mich hier nach oben. Nach ganz oben. Oh. Oben. Wir sind noch lange nicht oben. Oh, wo geht's denn jetzt hier weiter? Wo ist denn hier ein Weg? Hinter mir. Ach, da. Das ist aber auch manchmal kompliziert mit den Wegen hier. Das muss ich ja sagen. Da sind sie beide. Eine Ablenkung. Vielleicht eine Bergziege oder... Die Göttin des Gemetzels ist dazu... Das Trugbild ist zurück. Hast du die Statue? Habe ich. Und ihr habt erneut Probleme mit Tieren. Sachmets Kinder werden ihre Krallen an uns schärfen. Nur ein Rudel hungriger Löwen. Aber ich habe einen Plan. Dafür brauche ich nur etwas Zwirn, etwas Heu, eine Schaufel für ein Loch und... Bleibt und verhaltet euch ruhig. Wir möchten ein paar Löwen töten. Ich könnte einen zähmen, ich weiß, aber das bringt nicht so wirklich was. Hallo Löwe. Hallo Löwe, ich hab dich nicht getroffen. Löwe, ich hab dich getroffen. Das? Besiege die Kinder der... Du hast die Löwen getötet! Wahrlich, ja. Du kämpfst mit dem Zaun des Reh! Ich kämpfe wie ein Reh. Vier linke Hände. Okay. Damit haben wir das erledigt. Geil, 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 geil. Einen Punkt gab es noch nicht. Das machen wir als nächstes. Hier würde ich gern hin. Jetzt muss ich aber runter. Wir brauchen hier diese Schnellreisepunkte. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Wir haben aber auch 25 Minuten. Okay, dann kann ich mich ja da in Ruhe drum kümmern, dass ich da runterkomme.
Und dann machen wir erstmal dieses Gebiet hier. Hier ist auch noch eine Aufgabe. Dann fangen wir das hier mal an. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Zuschauen. Tschüss.